Hallo liebe YouTuber, willkommen zu einem neuen Video meinerseits. Das Drohnenzubehör ist heute gekommen, da schauen wir mal rein. Es ist nicht so ein großes Paket, wie ich erwartet habe, aber es sind ja auch nur Kleinigkeiten, die ich bestellt habe. Also, öffnen wir das Kuvertpaket, in Anführungszeichen. Ja, ich bin gespannt drauf. Sehr, die Mavic Mini habe ich hier. Mini 2, sorry. Ich immer mit meiner Mavic Mini. Ich habe immer noch die 1 im Kopf, wenn ich sage. So, wir haben einmal die Lampe für oben drauf. Dann haben wir Propellerschützer. Dann haben wir nochmal Propellerschützer. Und die Mini-LEDs für obendrauf. Das war's. So, ich nehme mal die Drohne nach vorne. Und da ist das Baby. Jetzt schauen wir mal. Zuerst schauen wir uns diese Propeller-Rotorenblätterhalterungen an. Als erstes. So, das muss weg. So. Und das auch. Und das auch. So. Und jetzt kann man das schön öffnen. Wie einen Brief. Und die sind aus Gummi. Und passen hoffentlich. Wie montiert man die? Keine Anleitung bei. Jetzt probiere ich's mal. Wie macht man die dran? Leute, ich probiere es mal. Ich zeig's euch gleich, falls ich es schaffen werde. Mein Gott, kompliziert. Also ich nehme an, dadurch. Mit den, ja. So. Nach hinten. Genau. So, einmal oben. Jetzt sind sie nicht mehr so lose und baumeln rum, wie die unten noch. Das kann man auch unten eins dran machen. Dann haben wir die gesamten Rotorblätter nicht mehr rumbaumeln. Von denen habe ich eben 2 gekauft, also 4 insgesamt. 2-mal oben, 2-mal unten, weil die anderen gefielen mir auch sehr. Bin ich ganz ehrlich. Ich konnte mich nicht entscheiden und habe beide gekauft. Naja, so hab's gleich. Hab's gleich. Oder auch nicht. So, komm jetzt. Ich muss es nochmal wegnehmen. Wie habe ich es unten befestigt? Okay. So. Und so. Jetzt unten auch geschafft. Jetzt haben wir unten und oben die Propeller festgemacht. Das ist unten und das ist oben. Also sie sind nicht mehr so lose und baumeln rum. Sie sind feste und es hält. Ja, schön. Dann schauen wir uns den nächsten Zubehör das, oder? Oder auch nicht? Schwierig. Schwierig, Brudi. Schwierig, Brudi. Brudi, komm jetzt. Brudi. Ach so.
So funktioniert das. Oben so und unten so. Da gefallen mir aber die anderen besser, obwohl das nach mehr aussieht. So, als nächstes schauen wir uns das Größte an. Das hier. Die Lampe mit Halterung. Schauen wir uns jetzt mal an. So, auch in so einem Grip, in so einer Dings drinnen. Einmal die Lampe und wie bringt man das an? Okay. Gut, die Lampe ist hier. Hat wahrscheinlich keine Batterien. Nein. Was braucht man da für welche? Was braucht man hier für welche? Ich hol schnell eine Batterie. Einen Moment. So Leute, Batterien. Die muss ich zuerst aufmachen. So, eine Batterie. Rein damit. Welche Seite wo? So glaube ich. Sollte so. Ja, und sie leuchtet. Nice. Schalten wir mal ab. So. Zusammenschrauben wieder. So, das ist die Lampe. Sehr hell. Für eine so kleine batteriebetriebene Lampe. Na, nice. Dann kommt die hier durch, oder? Sollte so sein. Boah, ist das schwer, die da reinzubekommen. So, so gehört sie angemacht. Und jetzt mache ich mal das Ganze, falte ich die Mini 2 auf, sorry. Und jetzt, wie montiert man das? Ach so, gut. An den vorderen Armen jeweils eine Seite und bei den Haifischaugen, sagen viele. Sieht's vorne aus. Da gehören die anderen zwei ran. So, hält das? Nee, noch nicht. Jetzt. Kann man die noch weitermachen? Geht das? Yep, die kann man noch weiter reinmachen. Nice. Es muss ja auch halten, Leute. So, so sieht das aus. So sieht das aus. So, montiert, ein bisschen schräg und jetzt fliegt sie mit Licht. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Geile Sache, geile Sache. Gefällt mir sehr. So. Ausschalten und jetzt noch die zwei LEDs anschauen. Die sind in dieser Box hier mit Aufklebern. Also die werden fix angemacht. So verstehe ich's. So, ich öffne die Box mal. Und hier haben wir die beiden LEDs. Und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Aufkleber. Die beidseitig kleben und die leere Box. Jetzt schauen wir uns mal die LEDs an. Das sind die, auch mit Kleber dran. Und wie macht man die on? Wie macht man die an? An? Oh, nice! Nice Sache! Schaut's mal, Leute! Schaut euch das an.
Das sind die LEDs. Nice Sache. Nice Sache. So, jetzt wieder keine Gebrauchsanweisung. Wie macht man die anti-Mavic? Also hier einfach dran, oder? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht ganz. Nirgends eine Gebrauchsanweisung. Nirgends eine Gebrauchsanweisung. Ich mache die jetzt einfach mal drauf. Kleber weg. Und wie will ich das platzieren? Vorne oder vorne und hinten, unten, oben. Ich mache eine hier. So, eine mache ich oben hier an. So, die ist jetzt hier dran. Und die zweite mache ich. Soll ich die auch oben oder soll ich die unten? Ich muss noch schauen, wie die Propellerschützer dann drauf sind. Eben hinten, Also mache ich das Ganze. Einmal hier vorne ist eine. Hier. Und dann die zweite mache ich. Auch oben an. Auch oben. So, feste drauf. So, jetzt sind sie beide oben angebracht. So kann ich jedoch die Taschenlampe nicht mehr anbringen, aber man sieht sie so bestimmt besser, wenn es dunkel ist. Ja, nice. Gut, die Propellerhalter montiere ich nochmal. Die gefallen mir viel besser als das hier. Also die sind viel einfacher anzubringen, finde ich, als die anderen. Echt jetzt. Viel easier. Also ich habe die oberen fast dran schon. Jetzt sind sie dran. Oben beide Seiten angebracht. Und dann unten noch anbringen. So einmal und zweimal. Ich kann einfach nicht gleichzeitig die LEDs und die Lampe, also das geht nicht gleichzeitig. Außer ich mache die LEDs hinten und die Lampe vorne, wo jetzt die LEDs sind. Ja, eins von beidem. So, Propellerschützer oben und unten fixiert. Hier und hier. Nice. Und ich glaube, diese Schützer hier werde ich einem guten Freund zukommen lassen. Glaube ich. Glaube, das wäre fair. Er wird sich bestimmt freuen darüber. Ein guter Freund von mir. Ja, das war's mit diesem Video. Lasst gerne ein Like, Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und macht ein Abo, solltet ihr noch keines haben. Ja, und bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut und wir sehen uns dann wieder. Bis dann, euer Flexibar19 und Team. Jep, wieso Team? Weil ich jetzt seit neuem jemand habe, der für mich die Videos schneidet. Jedoch schneidet er sie etwa genau gleich
wie ich sie schon immer schnitt. Ja, das ist so. Also da wird sich nichts ändern, was das Cutten angeht. Das bleibt gleich. Und ja, Dankeschön, bis zum nächsten Mal, euer Flexi.